5 Wochen am Stück hier auf der Insel. Warum? Ihr seht's. Das Wetter ist halt einfach deutlich besser. Ich glaube, in Dresden sind 6 Grad und Regen. Wir sind jetzt in Woche 4. Das da drüben, kann ich mal zeigen. Das ist die Hütte hier. Unser Domizil, wo wir gesagt haben, hier verbringen wir jetzt mal einen Monat, um hier zu arbeiten. Was ist erstmal der Vorteil? Das will ich gleich ganz am Anfang, bevor wir dann reingehen mal und ich ein paar Sachen erzähle. Wenn du länger wie 30 Tage, egal ob hier oder irgendwo anders, auf einem Portal wie beispielsweise Airbnb so eine Hütte mietest, kriegst du schon mal einen anderen Preis. Das Ding kostet 9.800 Euro im Monat, wenn man die einzelnen Tage nehmen würde. Also wenn du eine Woche mietest und nochmal eine Woche und so weiter und so fort, würdest du auf diese fast 10.000 Euro kommen. Und wir haben jetzt einfach die Hälfte. Warum funktioniert das so gut? Logischerweise, wir sind jetzt Mitte Oktober, Ende Oktober eigentlich schon fast. Normalerweise ist das hier zu der Zeit natürlich sowieso nie voll ausgebucht. Das heißt, wenn die hier mal eine Woche, anderthalb Woche Vermietung haben, dann können die wahrscheinlich glücklich sein. Jetzt kommt jemand wie wir, die quasi hier reingehen in die Bude und sofort für einen Monat die Miete bezahlen. Was immer noch, muss man ja sagen, 5.000 Euro Miete ein geiler Ertrag ist. Weil, ich sag mal, das Haus, so wie es hier steht, schätzungsweise zwischen 400.000 und 600.000 Euro. Weil wir sind hier auf der Insel Mitte, Nähe Inca. Egal, wo wir hinwollen, an welchen Strand oder nach Palma, wir fahren immer eine halbe Stunde. Ist aber gar nicht schlimm. Weil da ist die Verlockung, quasi das Arbeiten liegen zu lassen und irgendwas Schönes zu machen, natürlich viel kleiner. Das war aber auch das Ziel. Wir wollen das in Zukunft übrigens öfter verfolgen. Das heißt, unseren Herbst zum Teil einfach hier verbringen. Nämlich dann, wenn es bei uns kalt wird, wie gesagt. Und dafür ist sowas eigentlich optimal. Was kann man hier machen? Das ist eigentlich ein entscheidender Punkt. Das Thema Kaufpreisangebote. Zurzeit, hatte ich in einem anderen Video ja schon mal erzählt, sind die Kaufpreise ja eher günstig, beziehungsweise günstiger wie noch vor einem Jahr, anderthalb Jahre. Aufgrund der Zinspolitik natürlich. Dadurch Nachfrage ein Stück weit gesunken einfach. Gerade für die, die wenig Eigenkapital haben oder gar kein Eigenkapital haben, ist das Thema Immobilie erstmal in weite Ferne gerückt. Dadurch entsteht nie ein Überschuss, würde ich sagen, aber zumindest mal ein angemessenes Angebot gegenüber von denjenigen, die wirklich gerade auf der Suche sind nach einer Immobilie. Das heißt, du kannst super einkaufen. Die Kontakte über Makler, Eigentümer etc., die bringst du natürlich auch mit. Das heißt, du kannst mit deinem Laptop, so mache ich es, hier natürlich die Angebote dir angucken, kannst eine Kalkulation erstellen, kannst eine Bankanfrage machen, was auch immer. Und es geht eigentlich bis auf die Besichtigung alles schriftlich. Und das lagern wir aktuell aus über Mitarbeiter. Das heißt, wir bauen immer mehr Stuff im Hintergrund auf, also Menschen, die quasi Dinge für uns miterledigen können, sei es die Organisation der Ferienwohnungen oder eben die Besichtigung im Ankauf. Die schicken dir Fotos, Videos zur Immobilie etc. pp. Und dann kannst du die Immobilie hier prüfen. Wir gehen mal rein hier, wie gesagt, in die Hütte. Ihr seht schon, es ist eine relativ einfache Finca. Ich würde mal tippen, die Hälfte davon ist genehmigt, die andere Hälfte ist einfach schwarz gebaut, wie fast alles hier. Und deswegen muss man wirklich, wenn man sowas kaufen will, übrigens sehr, sehr vorsichtig sein. Es ist, wie gesagt, sehr einfach, aber ich finde es perfekt. Es ist jeden Tag geiles Wetter. Du hast einfach Bock, dich rauszusetzen und einfach ein Stück weit zu arbeiten. Das ist mein Lieblingsarbeitsplatz. Sieht jetzt weniger luxuriös aus als gedacht, aber ich sitze tatsächlich sehr gerne hier. Tu so meinen Laptop aufklappern und mach dann hier übrigens, wenn ich meine Zoom-Termine hier mache, auch das geht natürlich, wir machen ja noch Finanzplanung, mache ich immer Zoom-Termine mit meinen Kunden, gehe mit denen die aktuelle Ist-Situation durch und versuche quasi denen ihre Finanzstrategie ein Stück zu optimieren. Und währenddessen nehme ich immer Zahnzapfen auseinander. Das beruhigt so, die kannst du so in der Hand halten. Das ist übrigens das Ergebnis des letzten Termins. Auf jeden Fall mein Lieblingsplatz. Ihr seht, um schön arbeiten zu können, gehört gar nicht so viel dazu, außer ein bisschen schönes Wetter, eine angenehme Brise Wind und einfach hier draußen unter diesen schönen Bäumen sitzen. Finde ich mega, mega schön. Ansonsten gibt es noch einen tollen Pool. Der ist jetzt nie riesig, aber ausreichend, muss ich sagen. Rudi findet es übrigens auch alles ganz toll, weil der hier jeden Tag mit dem Papa Fußball spielen kann. Das findet er ganz klasse. Und du hast natürlich hier eine mega Aussicht. Es ist halt wirklich ringsrum gar nichts. Und wie gesagt, in die Hütte passen 5 Leute rein. Wir gucken kleiner mal gemeinsam rein. Wenn du 5.000 Euro im Monat bezahlst durch 5, das heißt, wenn man die Hütte zusammen nutzt, ist es gerade mal pro Person 1.000 Euro für einen ganzen Monat, wenn man die jetzt komplett rund um die Uhr random besetzen würde. Das ist ja gar nichts. Also muss man echt sagen, um hier arbeiten zu können, ich bin sogar der Meinung, dass ich hier mehr schaffe als zu Hause im Büro. Also die 1.000 Euro verdiene ich hier mehr, weil ich einen Kopf frei habe und den ganzen Tag, wie ich Lust und Laune habe, arbeiten kann, eine Runde schwimmen gehen kann, vielleicht eine Runde spazieren gehen. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Wir sind ja natürlich nie alleine. Wir kriegen immer mal wieder Besuch tatsächlich. Da sind ein paar Freunde gekommen, wieder gegangen, wieder gekommen, wieder gegangen. Der Kollege, der nistet jetzt seit 5 Tagen hier, genau an diesem Platz. Scheiße. Nee, mach's dir gemütlich, schlaf weiter. Hab ich noch, ja. Er liegt ungelogen seit 6 Stunden hier. Also sind nicht alle in der Gruppe zum Arbeiten hier, aber man kann sich auch tatsächlich ein bisschen erholen. Ansonsten, wie gesagt, wir gehen mal rein, gucken uns das Chaos an. Viel ist es nie, aber wie gesagt, für 1.000er im Monat mal einen Kopf frei kriegen, das geht auch als Immobilieninvestor relativ gut, weil man eigentlich, wie gesagt, alles aus der Ferne lösen kann.
Ja, hier, seht ihr, es gibt eine kleine Küche. Kleines Mango vielleicht. Der Kühlschrank ist für 5 Leute tatsächlich relativ überschaubar. Er ist jetzt nie ganz voll, aber ich sag mal, um so ein paar Kaltgetränke kalt zu stellen, geht's. Aber wenn du hier mal richtig vorlagern willst, ist es fast zu eng. Ansonsten steht halt immer was rum bei 5 Leuten. Du kannst das gar nicht vermeiden, kannst jeden Tag 3-mal aufräumen, das sieht immer aus wie Sau. Wir haben uns damit abgefunden, quasi ergeben und akzeptieren, so wie es ist. Meine Frau macht ja Ferienimmobilien sozusagen. Das heißt, die kümmert sich hier um Einrichtungen, dass die Wohnungen immer geputzt werden, dass die Wäsche abgeholt wird, kommuniziert mit ihren Gästen, kann die von überall auf der Welt machen, finde ich ziemlich cool. Das ist ja mein Arbeitsplatz, wo ich halt früh ein bisschen was gemacht habe. Ansonsten, wie gesagt, es ist halt wirklich spartanisch, aber ausreichend. Das ist das Wohnzimmer, was quasi eigentlich gar niemand benutzt. Wir haben jetzt mal 2 Tage Freunde noch geschlafen. Ist okay, würde ich anders machen, aber reicht tatsächlich aus. Ansonsten hast du 2 schöne Bäder. Beziehungsweise schön, was ist denn schön? Wir blasen es mal dabei, wir haben 2 Bäder. Die haben die Fliesen quasi, die man hier so sieht. Die sind in anderen Zimmern auch an die Wand. Ansonsten ist es ausreichend. Na? Du kriegst halt, wie gesagt, wir haben andere Häuser angefragt, die sehen besser aus, aber die kosten dann halt 8.000 oder 9.000 Euro. Und das ist immer die Frage, was man will. Also wenn man es sich leisten kann und dieser armer Schlucker ist wieder immer ab, dann kann man ein bisschen was Besseres nehmen. Aber für uns hat es tatsächlich gereicht. Ich zeige euch mal hier ein schönes Zimmer vom René. Hier will ich übrigens sagen, was ich ein geiles Designelement finde. Wir haben tatsächlich die Bodenfliesen gedacht. Ich scheiße, sind da noch welche über? Machen wir halt die Wand gleich mit. Finde ich persönlich jetzt nicht so schön. Ist aber sicherlich Geschmackssache. Ansonsten, wie gesagt, alles, was man braucht, ist an sich vorhanden. Ich weiß nicht, was das ist. Ist da eine Schreibmaschine drunter oder ein Klavier? Das ist ein Schreibtisch. Ah, alles klar. Dann mache ich es auch lieber nicht. Hier ist ein Kamin. Ja, hier geht es noch eine Etage hoch. Das ist so ein typisch, ist so ein Fail. Also wenn du jetzt hier hochfilmst, da ist ein Balkon. Den benutzt man natürlich nie. Die Tür ist auch zugeschlossen. Und dadurch, dass man diesen Außenbereich hat, nutzt niemand diesen 2 Quadratmeter Balkon, die Treppe ins Nichts. Aber schön, dass es da ist. Das wäre was für Immo-Memes eigentlich. Oh Gott, hier lieber nie reingucken. Hier schlafen Bekannte von uns. Das ist nie mein Schlafzimmer. Na? So. Hier vielleicht nochmal ein schönes Badezimmer. Das siehst du auch hier, relativ spartanisch. Eben was finde ich tatsächlich cool. Man hält sich in Grenzen, die tollen Highlights, aber hier den Handtuchhalter, den finde ich ziemlich cool. Siehst du, das ist nur ein Stock. Aber das ist schön, der klemmt auch so fest hier drin. Das mache ich selber mal nach tatsächlich, in irgendeiner Ferienwohnung, finde ich cool. Ansonsten, wie gesagt, gibt es tatsächlich nie viel zu sehen hier. Aber wer schon immer mal wissen wollte, wie wir Urlaub machen, jetzt wisst ihr, dass ihr es besser habt wie wir. Nee, also ganz im Ernst, für den Zweck, den wir wollen, nämlich wirklich arbeiten und hier ein bisschen was schaffen, ist es perfekt. Man kommt raus, kommt auf andere Gedanken. Und wie gesagt, als Immobilieninvestor kannst du tatsächlich überall auf der Welt arbeiten, weil heute Digitalisierung, Maklerverträge etc. geht alles online, alles super unkompliziert. Kommunikation mit Feriengästen etc. pp. Geht genauso. Und für alle vermieteten Wohneinheiten, vielleicht ein Tipp an der Stelle, habe ich eine Hausverwaltung. Ich vermiete gar keine Einheit selber, weil ich überhaupt keinen Bock habe, das selber zu machen. Und habe dadurch meine Ruhe, kann sowas ja tun, ohne mir darüber Gedanken zu machen. Wenn irgendwo die Hütte brennt, dann ruft die Hausverwaltung an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt mal einen kleinen Einblick gekriegt, was wir eigentlich die ganzen 5 Wochen machen. Videos drehen für euch. Falls ihr es verpasst habt, Paul Misar hat man schon hier im Interview sozusagen. Wir haben noch 2 Immobilienmakler, mit denen wir hier was machen. Also auf jeden Fall reingucken, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Ansonsten, wie gesagt, ich, der René, der Henk und alle anderen sagen natürlich danke fürs Zugucken. Und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder im Immorob. 18:18 Uhr.